Welle. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit einem Boot auf einen See hinausgerudert. Sie sind Privatdetektiv und sollen etwas ganz Wichtiges beobachten. Was Sie beobachten sollen, hat die Größe von etwa 10 mal 10 Zentimeter und ist etwa 100 Meter entfernt. Sie sitzen also dort und gucken durch Ihr Fernglas. Das Ganze machen Sie, müssen sich natürlich abwechseln. Sie haben kleine Pausen dazwischen. Ihre Pausen sind etwas weniger als 100 Minuten und das in einem Zeitraum von 10 Jahren. Das ungefähr ist die Aufgabe, die Lage, die ein Satellit haben muss, für die Genauigkeit, mit der er auf die Erde guckt. Was passiert, wenn er das nicht macht? Hier haben wir die Ausleuchtzone eines Satelliten und das entspricht jetzt quasi dieser kleinen Größe, von der wir gerade geredet haben. Ja, und wenn das Ganze etwas wackelt, dann wackelt natürlich diese gesamte Ausleuchtzone. Und die Leute, die dann zum Beispiel gerade an dem Rand sitzen, wie hier oder wie hier, die empfangen dann halt einmal ein Fernsehbild oder auch nicht. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie sehen heute, worum es geht. Es geht um Lage- und Regelungssysteme für Satelliten. Und auch heute präsentieren wir wieder Ihnen Informationen aus erster Hand. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Dr. Gottsein. Frau Dr. Gottsein ist zuständig für die Lage- und Regelungssysteme bei der Deutschen Aerospace. Und was auch immer an europäischen Satelliten und beziehungsweise auch an Intelsat-Satelliten in den letzten Jahren gebaut wurde und in den Orbit geschossen wurde, diese gesamten Regelungssysteme sind von Ihnen geleitet und entwickelt worden. Zunächst einmal vielleicht eine kurze Frage. Ein solcher Satellit im Orbit, wird der von dem Boden funkfern gesteuert, vergleichbar wie ein Modellflugzeug, oder verfügt er über eine eigene Intelligenz? Der kann sich selber ausrichten, der verfügt über eigene Augen, der verfügt über eine eigene Intelligenz, aber der verfügt auch über eigene Aktorik, um jetzt bestimmte Kommandos auszuführen und macht das autonom. Es wäre viel zu aufwendig und zu teuer, das vom Boden aufzumachen. Ja, da in dem Satelliten ja normalerweise niemand drin sitzt, wie sehen denn die Augen eines solchen Satelliten aus? Die habe ich hier stehen. Was hier Können steht, wir das uns mal? Ah ja, dann schauen wir uns das mal hier an. Wir haben ja ein kleines Satellitenmodell. Vorsichtig, dass der Fuß uns noch Also, abfällt. Stellen Sie sich vor, der Satellit fliegt auf einer äquatorialen Bahn. Und da müssen wir das da unten noch halten. Auf einer äquatorialen Bahn um die Erde. Erde ist dort jetzt. Die Antennen sind also, das sind hier die Antennenschüsseln, auf die Erde ausgerichtet, diese großen Reflektoren. Und das sind die Solargeneratoren, die, das haben Sie gestern gehört, drehen sich also innerhalb von 24 Stunden einmal. So, und jetzt Orientierung auf die Erde, ist gefordert. Dazu haben wir hier zwei Erdsensoren. Jeder Erdsensor misst um zwei Achsen. Wir nennen das Rollen und Nicken. Tun wir ihn mal wieder auf den Platz stellen. Die Erdsensoren arbeiten im Infrarotbereich. Das hat man herausgefunden. Und zwar ist der Bereich von 14 bis 16 μ optimal. Da ändert sich das Bild der Erde nicht durch Wolkenbilder oder nur minimal durch Wolkenbilder. Und ich habe hier so ein Gerät. Das ist also ein Erdsensor, so wie er in den Eutelsat-Satelliten fliegt. Also dieses ist quasi die Hardware. Wir zeigen das mal ein bisschen zur Kamera hin, die auch im Endeffekt 1:1 mitfliegt. Es ist also ein Modell, völlig identisch, wie es im Satellit ist. Es ist völlig identisch, wie es im Satellit ist. Es ist ein Qualifikationsmodell. Man merkt wieder, weil man ein solches Modell, das können Sie jetzt im Moment natürlich nicht merken, aber ich bin fast immer geneigt, das in die Luft zu werfen, weil das so unwahrscheinlich leicht ist. Man kann natürlich auch schon hier wieder die Strukturen sehen. Alles ist gefräst, um jede Menge Material zu sparen. Wie funktioniert denn ein solcher Erdsensor? Er macht auf mich den Eindruck wie eine Kamera so ein bisschen. Ja, das ist auch eine Kamera, und zwar eine Infrarotkamera. Sie haben hier eine Germaniumlinse anstatt einer optischen Linse. Okay. Und dahinter ist ein Schwingspiegel. Mhm. Und zwar ist der scheibenförmig ausgebildet, kreisrund. Und der schwingt in einer Ebene und hat die Größe des Bildes der Erde, wie es abgebildet wird von dieser Germaniumlinse. Und hinter dem Schwingspiegel ist jetzt nochmal ein Spiegelsystem.
hinter dieser schwingenden Blende ist nochmal ein Spiegelsystem, ein sphärischer Spiegel und ein Prisma, die bilden jetzt auf ein pyrotechnischen Sensor ab, ein pyrotechnisches Sensorelement. Das bedeutet also, unter welchem Winkel sieht eigentlich der Satellit die gesamte Erde? Der Satellit sieht die Erde mit einem Öffnungswinkel von 17,4 Grad. Also etwa wäre wie eine normale Kamera, leichtes Teleobjektiv. Ja. Und man muss sich jetzt vorstellen, dieser Spiegel schwingt hin und her. Er lässt also jeweils immer bei jeder Schwingung einen Rand ein bisschen über. Wenn er auf Null ist, deckt er die Erde genau ab. Und wenn er schwingt, gibt er oben und unten etwas frei. Und jetzt kann man messen, wie viel gibt er jeweils oben und unten frei. Ja, und wenn das gleich ist, heißt man, dass der Satellit und der Sensor ist auf Null ausgerichtet. Ja. Und wenn oben oder unten mehr ist, weiß man, man hat eine Ablage, nennen wir das. Ah. Ablage von 0,1 Grad oder 0,3 Grad. Und dann muss geregelt werden. Dann muss geregelt werden. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Tun wir ihn mal vielleicht wieder ganz kurz weg. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ich meine, richtet er sich ausschließlich nach der Erde aus oder hat er noch weitere Augen? Der braucht noch weitere Augen. Wir messen mit dem Erdsensor zwei Achsen, wie wir sagen. Wir haben ja drei Achsenstabilisierung. Ja. Und die dritte Achse, die dritte Achse bekommen wir aus der Sonnenrichtung. Also es gibt also auch einen Sonnensensor. Es gibt auch noch Sonnensensoren. Und das ist so ein Sonnensensorkopf, der misst jetzt in einer Richtung. Die modernen Sensoren, die wir gerade entwickeln, messen in zwei Richtungen, in den gleichen Aufwand. Wir haben uns hier für den Sonnensensor einmal ein kleines Modell gemacht. Bei einem Erdsensor wissen wir, das ist eine wackelnde Scheibe und man misst die Ausrichtung. Ein Sonnensensor macht das etwas, hat ein ganz anderes Funktionsprinzip. Und können wir das einmal ganz kurz erklären? Also, technisch ist hier ein Schlitz oder zwei Schlitze und dahinter ist ein Detektorelement mit 2048 Zeilen. Nun, um das zu erklären, haben wir hier etwas aufgebaut, was so etwa ein Modell sein soll von einer Sonnenuhr. So. Und die Sonnenuhr ist ganz klar, da weiß man, wo die Sonnenuhr steht auf der Erde. Man kennt auch die Horizontebene und kann dann sagen und weiß, welches Schattenbild zu welcher Uhrzeit auftritt. Das heißt, wir kennen die genaue Position, wir kennen wo die genaue Sonne Position und vor allen Dingen auch den Winkel, nicht die Neigung der Horizontebene. Ja. Okay. Und eigentlich machen wir hier das umgekehrte Sonnenuhrprinzip. Wir wissen die Zeit, wir wissen die Position des Satelliten. Aus der Zeit wissen wir, wo die Erde und Sonne relativ zum Satelliten sind und bestimmen jetzt die Lage der Ebene. Das bedeutet also, ist in dem Fall also die Lage der Sensorebene oder der Satellitenebene. Das bedeutet also, wir haben hier quasi, so wie ich von einer Sonnenuhr die Zeit ablesen kann, weil ich weiß, wie sie ist, so nutze ich jetzt den umgekehrten Effekt und kann jetzt sagen, im Moment ist es gerade 11:12. Das heißt also, die Sonne, wenn diese Uhr so steht, muss einen Strich, im Moment haben wir hier mehrere Sonnen, weil wir mehrere Scheinwerfer im Studio haben, müsste einen Strich die hier haben. Die Schatten, aus der kann ich ablesen, und, ist das jetzt 0,1 Grad oder 0,2 Grad Abweichung. Und wenn ich diese Sonnenuhr also kippe, wandert natürlich dieser Schatten und daraus kann ich jetzt ganz genau bestimmen, in welcher Art und Weise diese Ebene dieses Blattes sich befindet. Ja. Der Algorithmus ist klar, ist dazu natürlich kompliziert und dazu gehört dann noch diese Box hier. Das ist der Rechner, die Auslese- und Auswerte-Elektronik. Das heißt, das sind also im Wesentlichen wieder Prozessoren, die Algorithmen verarbeiten. Stellen wir hin. Das heißt also, diese beiden Sensoren, die wir hier hatten, die sind mit diesem Rechner verbunden. Jetzt geht es ja, gut, wir haben hier die Funkausstellung. Aber auch in der Funkausstellung greift die Rechnertechnik ja sehr stark in die Konsumerelektronik hinein. Eine Frage, welche Prozessoren verwenden Sie? Sind das jetzt super leistungsfähige Hochgeschwindigkeitsprozessoren oder was haben wir da zu das sehen? Das sind von der Rechnerarchitektur her die Prozessoren, die Ihnen bekannt sind von Ihren PCs her, wo man ja Hochleistungssignalprozessoren verwendet, wo man 186 und die ganze Serie von Intel verwendet.
Allerdings, die Prozessoren, die wir verwenden, unterliegen einem ganz speziellen kontrollierten Fertigungsprozess. Das heißt, rein von der Rechnerleistung her, bin ich jetzt also fast ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das ist also im Prinzip ein Prozessor, wie er in jedem PC drin ist, was die Rechnerleistung angeht. Also in Ihrem PC haben Sie heute Prozessoren drin, die eine wesentlich höhere Rechnerleistung haben. Wir sind eingeschränkt hier. Wir können keine sehr hoch integrierten Schaltkreise verwenden, weil wir strahlungsfest sein müssen. Das heißt, wir müssen für 10 bis 15 Jahre, heute 15 Jahre Lebensdauer entwickeln. Das heißt, der Rechner muss wartungsfrei 15 Jahre funktionieren. Ja. Und wir sind außerdem der kosmischen Strahlung ausgesetzt. Kosmische Strahlung, Protonen, Ionen, schwere Ionen aus Grund der Sekundärstrahlung. Und das stört unsere Rechner, das bewirkt nicht nur Zerstörung, sondern es bewirkt auch sogenannte Bitflips. Das sind temporäre Fehler, die dann wieder nach einer Weile wieder verschwinden, ja, aber die natürlich den ganzen Rechenprozess stören. Und deswegen sind wir also limitiert. Das bedeutet also auch so Dinge wie, wir hatten in den vorigen Shows ja schon bereits über Mikrometeoriten gesprochen, alle mögliche harte Strahlung. Das heißt, es kommt immer noch etwas auch durch ein solches Gehäuse durch, ja, und ja, kann also einen Prozessor treffen. Ja, es ist sogar so, wenn man die Gehäuse zu dick macht und nicht in der richtigen Weise aufbaut, wird es schlimmer durch die sogenannte Bremsstrahlung, die auftritt. Das ist also Sekundärstrahlung, mhm, durch die harte Gammastrahlung bewirkt wird. Das ist natürlich interessant zu wissen. Also jemand, der heute einen PC kauft, der hat also eine Elektronik vergleichbar, wie sie auch zu den Rechnersystemen für Satelliten zählen. Ja. Allerdings viel, viel höhere Qualität im Satelliten und viel, viel teurer. Mal eine Frage, welchen Preisunterschied gibt es so, mal rein in Faktoren gerechnet, zwischen einem Rechner oder einem System, was wir auf der Erde verwenden, oder jetzt wird ein System gleicher Leistungsfähigkeit auf einem Satelliten eingebaut. Wie viel teurer ist es etwa? Also das ist natürlich jetzt hier sehr über Pi mal Daumen. Ja, das ist... Aber ich würde sagen, das ist ein Faktor von 1 zu 100 bis 1 zu 500. 1 zu 100, 1 zu 500. Na, unsere Zuschauer wollen ja nur mal eine Vorstellung haben. So ein Rechner, der also serienmäßig gefertigt wird, wenn wir also eine Serie haben von 6 Satelliten wie für Sie, der darf so kosten 200 bis 300.000 Mark. Also zu Deutsch ein kleines Einfamilienhaus haben wir hier. Da kriege ich richtig eine Ehrfurcht vor diesem Modell. Ja, also was ich hier zu meinen Füßen liegen habe, wenn das Flughardware wäre, da wären das etliche Millionen. Oha. Kommen wir aber nochmal zu dem Rechner. Wir haben also jetzt die Sensoren kennengelernt. Wir haben Erdsensoren, wir haben Sonnensensoren. Das Ganze wird verarbeitet in einem Rechner. Und nach unserer Vorstellung, jetzt müssten eigentlich ein paar Düsen kommen, die dann den Satelliten steuern. Oder jetzt was kommen passiert? Die Stellglieder. Ja. Tun wir den Rechner vielleicht einmal weg, dann haben unsere Zuschauer ja einen freieren Blick. So. Vielleicht sollte ich vorher noch ein Wort zu den Sonnensensoren sagen. Die Sonnensensoren, Erdsensor hatten wir ja gesagt, also so fliegen wir. Beunruhigen Sie wieder. Erdsensoren sind hier. Und Sonnensensoren, die sitzen hier ringsrum und haben ein Gesichtsfeld jeder von 120 Grad. Und es ist ganz klar, vom Satelliten aus gesehen, gibt es also eine sogenannte Erdfinsternis. Das heißt, die Sonne bewegt sich relativ zum Satelliten innerhalb von 24 Stunden einmal rum. Ja. Ungefähr eine Stunde haben wir sogenannte Eclipse-Schattenphase. Aber Sie sehen schon, um Sonnenreferenz zu haben, die meiste Zeit, brauchen wir mehrere Sonnensensoren. Ich darf noch mal ganz kurz für unsere Zuschauer erklären, Eclipse-Schattenphase, das war die Geschichte, die, in der wir gestern gesprochen haben, wo die Solarpanels nicht beschienen wurden, ist das richtig? Ja. Sodass wir also dann quasi auf die Batteriesysteme eines Satelliten zurückgreifen müssen. Das ist also dann, wenn die Sonne hinter der Erde ist. Gut. So, tun wir den mal dann wieder vorsichtig hin. Ja, aber wie gesagt, der Rechner, der... Rechner haben wir jetzt, ja, also die Verarbeitung. Verarbeitet jetzt quasi die Daten. Und wie wird jetzt aus diesen Daten, die verarbeitet werden, ein Satellit gesteuert? Also jetzt müssen wir das, was wir haben, also Fehler gemessen, Ablagen gemessen, ja, verarbeiten die Ablagen im Rechner und geben jetzt Stellkommandos, um die Ausrichtung des Satelliten zu korrigieren. Wie richten wir den Satelliten denn auf? Und dazu haben wir zwei Klassen von Stellgliedern. Das eine jetzt sind, müssen wir mal heben, das Ding, das ist richtig schwer. Das eine sind Drallräder,
Man glaubt gar nicht, wie viel Gewicht man in ein solches Teil hineinbringt. Ja, da ist also, aber auch die Elektronik integriert. Ja, bis jetzt war, es wundert mich ein bisschen, weil bis jetzt haben wir, wir drehen das mal ein bisschen so zur Kamera hin, dann kann man das sehen. Bis jetzt war ich eigentlich immer ganz froh und ja, war nicht so der Tenor, dass wir also in einem Satelliten alles möglichst leicht haben. Also dieses Ding, das ist also offenbar bewusst relativ schwer. Man sieht es auch an den Strukturen, die hier innen drin sind. Was ist denn das? Das ist also ein Drallrad. Und zwar ist das eine große Schwungmasse, die umläuft, und zwar mit 4800 Umdrehungen. Ja. Ich darf das mal also für unsere 80 Mal pro Sekunde. Ich darf das mal für unsere Zuschauer zeigen. Also dieses Plexiglas, das ist quasi der Satellit. Und dieses Teil, das dreht sich also in einem Satellit. Man kann es also sehen. Und man kann sich vorstellen, das ist ein Rad, wiegt so wie ein gut gefüllter Ersatzkanister, also so etwa 5, 6 Kilo würde ich schätzen. 8 Kilo. 8 Kilo, gut. Und dieses Rad dreht sich mit 4000 Umdrehungen. Aber wie kann man jetzt mit einem solchen Rad einen Satelliten steuern? Das ist ganz einfach. Wenn wir den Satellit in diese Richtung drehen wollen, dann beschleunigen wir das Rad in der Gegenrichtung. Man muss es sich so vorstellen, also, ein solches Rad dreht sich. Und wenn ich jetzt ein solches Rad natürlich abbremse, dann wirkt sich auch ein Drehmoment auf den eigentlichen Satellitenkörper und schon dreht sich das Ding. Ja. Beziehungsweise also, wenn ich das Rad beschleunige, geht es in die Gegenrichtung. Ja, und durch Bremsen entsprechend. Und nun, jeder Skateboardfahrer weiß das natürlich. Alle jungen Leute verstehen das sofort, die Skateboardfahren. Ja. Das ist jede Reaktion des Körpers eine Gegenreaktion hervorruft. Und damit kann ich jetzt also den Satelliten in eine Richtung quasi drehen. Ich könnte zum Beispiel dafür sorgen, wenn ich mal hier den Footprint habe, dass der Satellit, nehmen wir mal an, in die Nord-Süd-Richtung durch ein solches Rad gesteuert ist. Wir schauen uns das ganz kurz nochmal im Satelliten an. Ja. Moment, tun wir das wieder runter und holen wieder unseren Satelliten hervor. So. So, also jetzt. Das ist das nächste Mal, muss ich das Ding ankleben. Das heißt, damit regle ich jetzt die sogenannte Nickrichtung, das heißt also die Drehung um die Hochachse. Ah, also Ost-West-Richtung des Satelliten. Ja, meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie schon, warum in Ost-West-Richtung Ihre Ausleuchtzone sehr stabil bleibt. Das heißt, das ist eigentlich, also bis auf die Plexiglashülle, ist dieses Drallrad, was wir hatten, also auch Original-Flug-Hardware, wenn man so ja, sagt. Ja, aber das wird, glaube ich, nicht mehr fliegen lassen. Das war auf zu vielen Ausstellungen. Gut. Da ist die Produktsicherung ganz, ganz heikel. Man sieht, der Messestress ist fast höher als die Belastung eines Weltalls. Dem Bereich. Das glaube ich auch, sicher. Gut, damit hat man jetzt eine Ebene. Es ist schon mal sehr interessant zu sehen, dass man nicht unbedingt hier Triebwerke braucht. Die Triebwerke, die natürlich auch sehr treibstoffverbrauchend sind. Sondern man kann so etwas ja auch mit rein elektrischen Dingen hier machen. Das ist schon mal, finde ich, sehr interessant. Ich meine, das ist wichtig. Elektrische Energie hat man ja an Bord. Die hat man genügend. Die erzeugt man ja. Ja. Aber man kann ja nicht alles mit dem Rad steuern. Und zum anderen sehe ich jetzt ein Problem. Ich meine, der Satellit driftet in eine Richtung. Wir drehen unser Rad schneller und schneller und schneller. Und irgendwann mal kann der Motor nicht mehr. Ja. Dann können wir das Rad nicht mehr beschleunigen. Was macht dann? Dreht man den Satellit dann einmal ganz rum? Oder? Nein, dann wird entladen. Und zwar über Düsen. Und dazu haben wir also Triebwerke. Ja, wir haben da ein größeres Satellitenmodell extra mitgebracht. Ah, ja. Da können wir noch mal zeigen, wo die Düsen dran sind. Moment, also dieses Satellitenmodell hier, das ist nur noch der Satellitenkörper. Man stelle sich vor, dass die Solarpanels, die hier an der Seite dran wären, haben etwa eine Länge von etwas über einem Meter. Und dann wäre dieses Modell etwas unhandlich, deswegen haben wir das dann so. Man kann es aber bei dem kleinen Modell sich ohne Schwierigkeiten vorstellen, dass dieses Modell im Endeffekt der große Bruder von dem ist. Also so wäre das jetzt entsprechend. Mhm. So. So, jetzt haben wir Triebwerke. Ich halte das dann schon. Jetzt muss ich erstmal schnell gucken, so rum ist richtig. Jawohl. Jetzt haben wir Ost-West, sogenannte Ost-West-Düsen. Die sehen Sie hier. 1, 2. Es müssen 4 sein, aber das 3 ist hier, 4 ist hier hinten. Ja, und hier auf der anderen Seite haben wir auch noch. 1, 2, 3, 4. Die sehen ja natürlich für einen Satelliten und fast winzig aus. 8, die sind auch winzig, das sind 8 und außerdem haben wir noch 4 für die Nord-Süd-Korrektur. Die sind hier vorne, ne? Moment, wo sind sie denn jetzt? Hier drüben. Ja, die,
Hier drüben eins. Hier vorne habe ich noch so ein paar kleine Düsen gesehen. Hier sind sie ganz winzig klein. Eins. Ja. Hier oben ist eins. Mhm. Es müssen eigentlich noch mal noch ein paar da. Es muss noch ein paar sein. Die finde ich im Moment nicht. Okay, also es sind an dem Satelliten selber haben wir nicht nur ein Apogeumstriebwerk, sondern eine ganze Menge von kleinen Düsen noch dran, die die Steuerung machen. Und wir haben auch eine solche Düse dabei. Das ist also hier ein Zweistofftriebwerk. Oh. Sie sehen hier zwei Zuführungen. Ich halte das mal in die Kamera so. Also dieses Ding ist wirklich kein Kinderspielzeug, sondern das fliegt echt auf einem Satelliten. Das hat schon gebrannt. Das sehen Sie hier an der Färbung. Das ist also schon auf dem Versuchsstand gewesen. Hier haben Sie die Ventile, das Ventil zur Steuerung. Und das ist die Expansionsdüse, hier die kleine Brennkammer. Und das ist also ein sogenanntes Zweistofftriebwerk mit UDMH, also ein Hydrazin-Derivat und Stickstofftetroxid. Oh, Moment. Die werden hier verbrannt. Spätestens, wenn man das in der Apotheke haben will, das wird dann etwas schwierig, vermute ich mal. Ja, das bekommen Sie nicht in der Apotheke. Kriege ich nicht. Was haben denn die beiden Stoffe? Also normales Benzin ist es ja offenbar nicht. Nein. Die beiden Stoffe haben die Eigenschaft, wenn die zusammenkommen, entzünden die sich. Das sind also sogenannte hypergole Stoffe. Das heißt, in der Brennkammer werden die zusammengebracht, entzünden sich, geben eine Verbrennung. Und durch den Ausstoß jetzt der Gase, der heißen Gase, wird der Schub erzeugt. Mhm. Und das erzeugt zum Beispiel einen Schub von 10 Newton. Von 10 Newton, das ist ungefähr 0, das ist eine Masse von einem Kilogramm, wird um 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Also das beschleunigt. Ja. Das wäre also und mit einem solchen Triebwerk kann man dann natürlich auch ein solches Drallrad entsprechend wieder abbremsen, indem man das in die Gegenrichtung gibt. Indem man jetzt mit den Triebwerken einen Impuls, sozusagen künstlich eine Störung einleitet, in die Gegenrichtung und damit das Drallrad auf die Nominalzahl zurückbringt. Das ist natürlich eine unheimlich praktische Sache. Man braucht keine Zündkerze mehr. Ich denke an die ganzen Autofahrer, die im Winter versuchen sollen, ihr Auto anzukriegen. Diese Treibstoffe kommen zusammen und entzünden sich automatisch. Ja. Die sind aber nicht so einfach zu handhaben für Benzin und viel gefährlicher. Mhm. Da fordern also Einhaltung ganz strikter Vorschriften. Ja. Das ist übrigens ein 10-Newton-Triebwerk und wir haben jetzt noch ein 4-Newton-Triebwerk entwickelt, das ist noch kleiner. Und der Vorteil ist natürlich, dass ich mit dem 4-Newton-Triebwerk noch kleinere Impulse geben kann und damit noch genauer regeln kann. Ja, das wäre noch die nächste Frage. Sie sagen, das ist ein 10-Newton-Triebwerk. Wenn ich also ein 100 PS-Auto habe, dann würde das vergleichbar sein, ich kann also hier nur Vollgas geben oder es abschalten. Ja. Das heißt, dieses Triebwerk ist auch nicht regelbar, sondern das gibt entweder 10 Newton oder es läuft, dann sind es 10 Newton und oder wenn nicht, dann ist es halt 0 Newton. Ja, und jetzt fragen Sie natürlich ganz zu Recht, wie regeln wir jetzt, indem wir ein- und ausschalten. Ja. Und zwar mit einem bestimmten Pulsmuster ein- und ausschalten. Also sagen wir zünden haben 20 Millisekunden ein, was weiß ich, 5 Millisekunden aus, 20 Millisekunden ein und da sehen Sie schon, erzeugen wir einen bestimmten Mittelwert. Das kann man also wirklich in solchen kurzen Impulszeiten machen. Das kann man in sehr kurzen Impulsen machen. Das ist natürlich toll. Jetzt ist natürlich eine Frage, jetzt wissen wir ja also etwa, wie man einen Satelliten stabil hält, dass er also immer nach direkt auf die Erde guckt. Wir haben in den früheren Sendungen gesehen, dass ein solcher Satellit sich ja in einem relativ kleinen Raumwürfel bewegt. Das war da die Größe von etwa 34 Kilometern. Und kann man sich vorstellen, da oben treten also eine ganze Menge Störungen auf. Angefangen vom Mond, von anderen Planeten, angefangen von der Erde, die ja offenbar doch nicht ganz so rund ist, wie wir das bis jetzt geglaubt haben. Und was passiert eigentlich, wenn ein solcher Satellit jetzt zum Beispiel zur einen Ecke seines Raumwürfels driftet und man merkt, hoppla, jetzt verlässt er ihn bald. Also wir haben also ein Fenster, sagen wir, in dem driftet der Satellit. Das Fenster ist 0,07 Grad und Sie sagten ja schon gerade die Zahl 34 Kilometer. Ja. Und die Störungen kommen also einmal davon, dass die Erde so eine Art, sehr übertrieben gesagt, Zeppelin ist, also dreiachsiges Ellipsoid. Ja. Und natürlich die Störungen durch Sonne und Mond. Die bewirken also, dass der Satellit durch das Fenster driftet. Immer in eine Richtung oder so ganz wild zufällig? Nein, das ist ein sehr deterministischer Vorgang. Das ist gegeben durch die Himmelsmechanik.
kann man also im Wesentlichen vorausrechnen. Für unsere Zuschauer deterministisch heißt also, wie gesagt, man kann es vorher bestimmen. Man kann es vorher errechnen. Das ist also kein zufälliger Vorgang. Das ist kein zufälliger Vorgang. Man kann es vorher errechnen. Ja, und jetzt kommt der Satellit, jetzt merkt man also, der kommt an die Grenze des Raumwürfels. Und es besteht also da irgendwann mal die Gefahr, dass die ersten Antennenbesitzer, die irgendwo am Rand der Ausleuchtzone sind, die haben auch meistens noch große Antennen mit einem kleinen Öffnungswinkel, dass die auf einmal etwas schwächeres Signal kriegen könnten. Wir sind immer noch weit davon entfernt, dass das wirklich eintritt, wenn er an der Ende des Raumwürfels ist. Aber was passiert dann? Dann werden sogenannte Bahnkorrekturmanöver gefahren. Und zwar Ost-West-Korrekturmanöver und Inklinationskorrekturmanöver, das sind also Nord-Süd-Korrekturmanöver. Mhm. Das heißt, man bringt den Satelliten dadurch, dass man diese Triebwerke zündet. Ja. Ja, übt man eine Kraft auf und beschleunigt den Satelliten jetzt aus der einen Ecke heraus wieder in die andere. Wieder in die andere Ecke. In die andere Ecke, also nicht in die Mitte des Raumwürfels. Ja, die Störungen wirken, wenn man weiß ja, in welche Richtung die Störungen wirken. Ja. Die Störungen wirken also einmal bei unseren 21,5 zum Beispiel Längengrad, ja, wirken die Störungen, driftet der Satellit in Richtung Osten. Mhm. Und außerdem wandert die Bahnebene in Richtung Norden. Das heißt, er geht also in die nordöstliche Ecke seines Raumwürfels. Jetzt will man ja Treibstoff optimal korrigieren. Das heißt, man kombiniert das Ost-West-Manöver und das Inklinationsmanöver. Das heißt, man setzt ihn jetzt sehr salopp gesprochen. Also meine Kollegen zu Hause werden sicherlich schimpfen. Unsere Zuschauer, die freuen sich, wenn die es dann richtig verstanden haben. Man gibt ihnen einen Impuls, um ihn von der einen Ecke in die andere Ecke zu bringen. Ja. Und dann driftet er wieder im Laufe von 2 Wochen. Und dann wird ein neues Manöver gemacht. Also bei den Eutelsat-Satelliten sind die Bahnkorrekturmanöver etwa alle 2 Wochen vorgesehen. Mhm. Und diese Bahnkorrekturmanöver, das ist ja auch das, was wirklich Treibstoff benötigt, was auch im Endeffekt die Lebensdauer eines Satelliten bestimmt. Wie viel Treibstoff braucht so ein Manöver? Also wir sehen vor im Jahr, also kann man leicht ausrechnen, wir brauchen pro Jahr etwa 15 bis 20 Kilogramm zur Bahnkorrektur und haben alle 2 Wochen ein Manöver, 24 Manöver. Das heißt also, so 1 Kilogramm Treibstoff geht ohne weiteres verloren. Das ist eigentlich doch schon eine ganze Menge, wenn man das betrachtet. Also verloren nicht, wird benötigt. Oder wird benötigt. Ja, es fehlt dann den Tanks hinterher. Wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, wie ist die Situation, wenn der Satellit im geostationären Orbit ist. In diesem Zustand haben wir gesehen, dass die Augen eines solchen Satelliten, das eine guckt auf die Erde und kann sich danach ausrichten, das andere guckt auf die Sonne und kann sich danach ausrichten. Was passiert denn mit einem Satelliten, wenn die Augen quasi ihr Ziel nicht mehr richtig sehen? Entweder weil er bleiben wir im Moment mal im geostationären Orbit und können später nochmal auf einen Transferorbit kommen, aber im geostationären Orbit, was passiert, wenn er jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr genau weiß, wo ist die Erde eigentlich? Das soll möglichst wenig passieren. Ja, das die, ist... die Forderung ist, dass wir über die Lebensdauer, die ist also bei den Satelliten, die bisher gebaut worden sind, waren die Forderungen 10 Jahre, jetzt sind die Forderungen 15 Jahre. Und um das zu verhindern, ist zunächst mal vorgesehen, dass alle wichtigen Systeme redundant sind. Das stellen Sie sich das so vor, Sie müssen also mit Ihrem Auto fahren und fahren und fahren, 10 Jahre lang. Und Sie dürfen eigentlich nicht anhalten, wenn der Motor ausfällt, haben Sie also einen Reservemotor mit und das schaltet automatisch auf den Reservemotor um. Dann wenn ein Sensor kaputt geht. Aber was passiert, wenn die Lage eines Satelliten sich aus, sagen wir mal, ein etwas kräftiger Mikrometeorit, der trifft da drauf und der bewegt sich mal ganz kurz ein bisschen zur Seite und er sieht jetzt im ersten Moment die Erde nicht mehr. Gibt es dann auch zusätzliche Dinge wie Kreisel oder andere? Tun wir das Triebwerk mal wieder weg? Wir fahren dann sogenannte Sicherheitsmanöver und rekonfigurieren. Das heißt also, wir versuchen zunächst mal die Satellit so zu orientieren und sehen zu, ob wir die Erde wieder finden. Mhm. Und zur Unterstützung dienen uns dazu Kreisel,
Das ist ein solcher. Das sind drei Kreisel. Das ist ein Kreiselpaket. Das sind drei Kreisel, die um die drei Achsen jetzt Geschwindigkeitssignale geben. Die sind aber fest hier innen drin, weil ich kann das hier schütteln. Ich merke also ja, nicht, die drehen sich natürlich wie das Trallrad, bloß sind sie viel kleiner und die drehen sich also auch um Sensoren. Ihre angetriebene Achse und messen die Geschwindigkeit. Mhm. Was passiert denn? Ich meine, wir haben gesehen, ein Satellit befindet sich ja nicht von vornherein auf einem geostationären Orbit, sondern ist ein sehr langwieriger Prozess, bis er in diesen stationären Orbit kommt. Und wir haben auch gesehen, er hat einen Transferorbit. Und in seinem Transferorbit wird dann zu bestimmten Zeiten ein sogenannter Apogeumsmotor gezündet. Ja. Wie wird eigentlich denn bereits im Transferorbit sichergestellt, nicht dass zum Beispiel der Apogeumsmotor in die falsche Richtung zeigt und auf einmal ist der Satellit ganz woanders? Ich glaube, dazu haben wir auch ein DIA, das ist das mit den mehreren Kreisbahnen. Wenn das die Technik bitte mal einblenden könnte. Mal gucken. Also der Satellit wird beim Ariane-Start in den Transferorbit eingesetzt. Das heißt, er hat im sogenannten Apogeum, im höchsten Punkt, bereits die geostationäre Höhe. Er fliegt auf der Transferbahn, wird er zunächst mal über die Kreisel auf Drehgeschwindigkeit 0 gebracht und dann langsam gedreht, um die Sonne zu finden. Mhm. Wenn wir das Bild hätten... Ja, die Technik hat das noch nicht reingeschafft. Der Satellit dreht sich also langsam und Sie können sich vorstellen, mit den vier Sonnensensoren finden wir dann nach relativ kurzer Zeit die Sonnenlinie, richten den Satellit so aus, dass die teilentfalteten Panel, da ist nur ein Flügel raus, so sieht das dann aus, dass die auf die Sonne zeigen und das Ganze dreht sich also langsam um die Sonnenlinie und sucht dann die Erde. Das heißt also, er wird im Moment während des geostationären Orbits auf die Sonne Während des Transferorbits auf die Sonne ausgerichtet. Und wenn er in die geostationäre Höhe kommt, suchen wir die Erde. Wir haben auch jetzt dieses Bild. Nee, haben wir wenn wir den Monitor noch ein bisschen drehen könnten. Und dort, wo man das auch ein bisschen erkennen kann, unsere Zuschauer können das jetzt auch sehen, wo er also quasi in der ersten Ellipse, der Satellit schon bereits in Richtung Sonne ausgerichtet wird. Das bedeutet, wir haben in Richtung Sonne, wir können das uns jetzt auch hier auf der Seite angucken. Das heißt, wir haben in Richtung Sonne, das ist dort, wo die vielen Strahlen herkommen, machen wir dort bereits quasi die ersten Manöver. Sie sehen, die Panels sind teilentfaltet und in der Nähe des Apogeums sucht er die Erde. Wenn er die Erde hat, dann wird der Apogeumsmotor gezündet und wir gehen also aus der kleinen Ellipse mit der kleinen Halbachse in die nächste größere Ellipse mit dem höheren Perigeum über. Das bedeutet also quasi, wir müssen ihn erstmal sehr präzise ausrichten, damit überhaupt der Schub in die richtige Richtung kommt, weil sonst bleibt er stehen und ist auf einer ganz anderen Bahn. Ja. Wir können uns hier auch nochmal sehen, wir haben tatsächlich es geschafft, einen solchen Apogeumsmotor mitzubringen. Sie werden also... Wir erstmal zeigen, wo er ist. Ja, richtig. Jetzt schauen wir erstmal am Satelliten an. Wo ist er denn? Der ist hier. Wo haben wir ihn denn? Moment, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Vielleicht kann man es an dem... Weil wenn der Apogeumsmotor nämlich hier bei dem Satelliten zündet, dann sehen Sie auf der einen Antenne nichts mehr. Die ist dann Moment, weg. Die sind ja weggeklappt. Diese Antenne ist nach hinten. Wir schauen uns das nochmal auf dem größeren Satelliten an. Da sind die Antennen noch etwas besser klappbar. Die Antenne ist quasi in dem Moment so nach hinten weggeklappt. Das ist der Apogeumsmotor. Oh. Also, wie gesagt, das heißt, der Satellit fliegt also in dieser Richtung. In dieser Richtung wird er fliegen. Und er hat quasi die Antennen, wir können das mal im Moment sehen, in diesem Zustand, sodass er also hier in diese Richtung weiter Wobei beschleunigt hier die werden kann. Erdsensoren sind, das ist also die Erde wäre so rum. Hier haben Sie die Erdsensoren, so würde er fliegen. Das heißt also, im Moment wäre die Fernsehkamera die Erde, er würde jetzt quasi in diese Richtung um die Erde herumfliegen und hier hinten haben wir nochmal den Apogeumsmotor. Ja, und wir haben so etwas auch im Original dabei. Man merkt also, wenn man das einmal vergleicht, also es ist schon richtig etwas mehr, wenn ich mal die beiden Triebwerke zum Vergleich daneben halte. Das sind also 10 Newton, das sind 400 Newton, also 40-facher Schub. 40-facher Schub, ja, das sieht ja jetzt auch schon richtig aus wie ein richtiges Triebwerk, wenn man das mal so... Ja, einige Fußballfreunde könnten das für einen Pokal halten. Und
Jetzt sieht man hier natürlich jede Menge Schläuche, alles ist hier. Ja. Also das ist die Brennkammer, das ist die Brennkammer, hier ist der Einspritzkopf und das ist also die Expansionsdüse. Ich halte das nochmal so. So, und hier haben Sie also die Zuleitung und die Ventile sind nicht drauf. Und Sie sehen ja, warum haben wir so viele Schläuche hier? Das ist regenerativ, wie wir sagen, gekühlt. Hier ist noch dieser Ring, da fließt also jetzt einer von den Treibstoffen durch und wird jetzt kühlt einmal den Hals. Und es wird zum anderen Tor gewärmt. Und dieses Triebwerk erzeugt das in den 40-fachen Schub. Und im Prinzip ist das hier ein Originaltriebwerk, was quasi im Endeffekt den weitesten Weg für den auf den Satelliten auf den weitesten Weg beschleunigt. Ja. Also Sie sehen ja auf dem Bild, jetzt haben wir es nicht mehr, auf dem Bild, es wird, gibt drei Apogeumsimpulse. Ja. Warum drei? Es ist klar, 75% des Treibstoffs wird für die Apogeumsmanöver benötigt. Treibstoff ist sehr kostbar und alles, was wir hier jetzt verschwenden, fehlt uns dann später über die Betriebsjahre des Satelliten. Ja. Vielleicht noch einmal für unsere Zuschauer, wenn wir ein Korrekturmanöver fahren mit diesem Triebwerk, dann brauchen wir etwa einen Liter oder ein Kilogramm Treibstoff. In Litern lässt sich das so schwer umrechnen in einem Vakuum. Und pro Manöver ein Apogeumsmanöver mit diesem Triebwerk hier, was den Satelliten also von der von einer Höhe von 300 Kilometern bis auf eine Höhe von 35.000 Kilometer beschleunigt oder auf eine solche Höhe bringt und dann beschleunigt. Das benötigt wie viel? Also wir haben insgesamt, also wir sagen immer rund die Hälfte des Startgewichts ist Treibstoff. Also wenn wir sagen, wir haben 1800 Kilogramm Satellit, ganz grob gerechnet, haben wir 900 Kilogramm Treibstoff. Und davon brauchen wir 75%, also drei Viertel für die Apogeumsmanöver. Die gehen also hier entsprechend dann durch. Ja. Das ist natürlich schon eine gewaltige Menge. Eine große. Und ist ganz klar, wenn wir, deswegen wird also erstmal ein Impuls gegeben, dann wird vermessen, wird auch kalibriert, wie genau ist das Triebwerk, wie genau ist der Schub, ist das Mischungsverhältnis richtig. Das wird justiert. Und dann erst werden die zwei anderen Manöver gefahren. Ja, weil man muss ja hier eines berücksichtigen, ein falsches Manöver und der Satellit kann verloren sein. Ja, oder wir verbrauchen, das weiß ich, 50 Kilo Treibstoff mehr als vorgesehen. Und das heißt 50 Kilo Treibstoff, das heißt rund 2 Jahre Lebensdauer. Und das, 2 bis 3 Jahre Lebensdauer. Das ist natürlich gewaltig. Das heißt natürlich für Fernsehzuschauer, Satellitenindustrie und auch Launcher einen unwahrscheinlichen Aufwand, den man dann treiben muss, um im Prinzip wegen 50 Kilo Treibstoff. Sie haben aber, es gibt aber noch ein Problem, was eigentlich, glaube ich, alle Satellitenbauer haben. Bei dem Pendant auf der Erde, wenn man es so sagen darf, einer Satellitenempfangs- oder auch Sendeantenne, wenn dort irgendetwas nicht funktioniert, dann kann ich es im Zweifelsfalle ausbauen, etwas Neues machen, ich kann es ausprobieren. In einem Satellit haben wir doch sehr komplizierte mechanische Teile, und auch sehr komplizierte Elektronik. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, das auszuprobieren vorher. Was machen Sie denn, um sicherzustellen, dass das eigentlich wirklich da oben funktioniert? Also wir können nicht nachtanken und wir können nicht reparieren. Und das heißt, wir müssen eigentlich alles vorher sozusagen im Saale, wie wir sagen, also im Labor erproben, soweit es geht. Ich glaube, dazu haben wir auch wiederum ein Dia. Darf ich da mal? Das ist die Endphase, ja. Also wir verwenden dazu ganz ausführlich Simulationen anhand von mathematischen Modellen. Sie können sich vorstellen, dass solche mathematischen Modelle sehr komplex sind, denn wir berücksichtigen natürlich müssen die elastischen Eigenwerte dieser sehr wackeligen und labrigen Solargeneratoren-Panels nachbilden. Wir haben große schwappende Treibstoffmassen, die in den Tanks sich bewegen, die wir dynamisch berücksichtigen müssen. Das heißt, es gibt eine ausführliche Simulation zur Festlegung der Hardware und Software. Und es gibt dann eine Phase, wo im Labor integriert wird, alles, was wir im Labor integrieren können. Das heißt also Rechner, Sensoren und Stellglieder, mit Ausnahme der, natürlich dieser Brennkammern. Wir können keine Triebwerke brennen. Und Sie sehen dort im Bild jetzt eine dieser Testanlagen, die zur Qualifikation verwendet werden. Können Sie ganz kurz beschreiben, ich meine, das Bild ist ja im ersten Moment etwas, ich möchte ja nicht direkt sagen, dass es mich an einen Zahnarztstuhl erinnert, aber
sieht doch etwas eigenartig aus. Was ist denn das im Moment? Das ist ein Dreiachsenbewegungssimulator. Und Sie sehen, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen. Also auf dieser Plattform, stellen Sie sich vor, das sind drei Rahmen ineinander. Und auf der inneren Plattform, das ist also ein Zahnarztstuhl, der mit drei Freiheitsgraden. Ja. Und auf der inneren Messplattform sind die Sensoren, also die Erdsensoren, die Sonnensensoren, die Kreise montiert, in der Anordnung, so wie sie im Satelliten sind. Und die werden stimuliert, wir sagen physikalisch zum Beispiel durch einen Sonnensimulator, den sehen Sie da oben in diesem Arm. Der kann verfahren werden, je nach Tageszeit und Jahreszeit. Und den Erdsimulator sieht man nicht, der ist hinten vor der schwarzen Scheibe. Diese schwarze Platte, das ist sozusagen die Simulation des Weltraums. Und davor ist so eine Kugel, Kugelausschnitt, der aufgeheizt wird und jetzt Infrarotstrahlung entsprechend der Erde abgibt. Mit denen stimulieren wir die Erdsimulatoren, die Erdsensoren. So, und dann haben wir den Rechner. Die Rechner sind also in den Gestellen, die Sie da im Hintergrund sehen. Und da vorne haben Sie die Bildschirme. Und das ist die Simulation der Bodenstation. Das heißt, in dieser Testphase betreiben wir den Satellit so, wie er dann wirklich in der Umlaufbahn betrieben wird. Also wir wickeln auch die gesamte Inbetriebnahme und Einschaltsequenz auf den Transferorbit hier ab. Und wir sehen den Satelliten nur durch die Telemetrie. Wir qualifizieren damit die Prozeduren, trainieren unsere eigenen Mannschaften und die Mannschaften dann der jeweiligen Betriebsstation, auch in der Handhabung des Satelliten. Und diese Tests, das ist dann die Abnahme, wo wir alles überprüfen und feststellen, ob wir unsere Spezifikationen, das heißt in dem Fall also die Genauigkeiten, unter allen Randbedingungen einhalten. Darf ich mal, wie lange, ich meine, das sieht ja sehr, sehr komplex aus. Im Endeffekt ist das ja eine vollständige Simulation des Orbits. Aber ich glaube, es wird verständlich, dass aufgrund der Komplexität dieser Materie solche Aufwendungen erforderlich sind, damit ein Satellit hochgeschossen wird, zuverlässig arbeitet und auch pünktlich für unsere Zuhörer und Zuschauer an den Fernsehbildschirmen seinen Sendebetrieb aufnehmen kann. Frau Dr. Gottsein, ich darf mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Ich glaube, und vor allen Dingen dafür, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, und hier doch die ganzen Materialien mitzubringen. Ich glaube, wenn man alles ordentlich einsammelt, dann könnte man schon anfangen, einen ersten Satelliten zu bauen wiederum. Das ist doch ganz gewaltig. Und wir leiten jetzt im Moment weiter zu unserer Serie von der Deutschen Welle TV, Schauplatz Deutschland. Ich wünsche Ihnen und mir viel Vergnügen.